Es bietet natürlich hervorragende Möglichkeiten zu netzwerken. Man erfährt immer etwas Neues, was gut ist, und es ist eine Standortbestimmung und eine gute Orientierung, wo die wirtschaftliche Entwicklung im Allgemeinen und speziell diejenigen der Automobilindustrie in den nächsten 2, 3 Jahren hinläuft. Es sind hier Experten versammelt, Firmenvertreter aus Vorständen, und das ist schon ein hohes Niveau, das hier teilnimmt und auch vorträgt. Und insofern ist das auch immer ein Mehrwert, der erzeugt wird für alle Teilnehmer, aber auch für die Referenten selbst. Weitere Gespräche führen, auch neue Firmenvertreter kennenlernen und natürlich die ein oder andere Information mitnehmen, wie beispielsweise jetzt die Beurteilung der wirtschaftlichen Situation weltweit. Wo sind Krisenherde? Wie sind diese Krisenherde zu beurteilen in Bezug auf Risiken für unsere eigene Industrie? Das sind sehr wertvolle Informationen. Ich würde sagen, dass wir ein unterschiedliches Bild haben, je nachdem, von welchen Märkten wir sprechen. Amerika läuft gut, Asien läuft gut, China noch besser. Und wir würden uns alle wünschen, dass sich die wirtschaftliche Situation in Europa schneller erholen würde und auch Europa wieder einen Beitrag liefern würde zu dem Wachstum, das wir uns alle wünschen und das wir auch brauchen, um die Investitionen in die Zukunft bewerkstelligen zu können.